Es gibt aber auch institutionelle Organe zum Schutz der Menschenrechte, wie der mit Sitz im niederländischen Den Haag seit 2003 arbeitende Internationale Strafgerichtshof. Im Strafgerichtshof werden auf Initiative des UN-Sicherheitsrates Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt. Die USA anerkennt den Gerichtshof allerdings nicht und würde infolgedessen auch keine politisch oder militärisch Verantwortlichen an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern. Auch in Europa gibt es eine Gerichtsbarkeit, welche die Menschenrechte schützen soll. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg überprüft die Rechtsprechung in den Unterzeichnerstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention.